Hallo, wir sind Andrea und Steve vom Nature Trails Team und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, euch eine Homepage zu basteln, wo ihr nur Futter findet, welches ihr getrost eurem Vierbeiner füttern könnt. Wir haben eine Rubrik und zwar unsere Rudelvorstellung, wo wir alle Hunde einmal genauer vorstellen, die bei uns leben. Eigentlich ist es dann immer so, dass wir dann den Hund rausrufen, der kommt dann rausgelaufen und wir sagen, hey, das ist der Hund, um den es heute geht. Leider ist es bei unserem Boschi nicht mehr möglich, weil der Boschka schon 3 Jahre nicht mehr hier wohnt bei uns, sondern eine Wolke weiter oben. Der Boschka war ein richtiger Zuchtrüde, das heißt, eigentlich ist sein Zwingername Wild Look of Majestic, also so dieses ganze mit sie und so weiter und so fort. Den Boschka haben wir mit 2 Jahren bekommen, er ist quasi am 1.11.2010 geboren, 2012 kam er zu uns. Wir wussten von Anfang an, dass er gesundheitlich nicht auf der Höhe ist, weil wie gesagt, er war vorher ein sehr, sehr stattlicher Zuchtrüde, aber er hatte einen Gendefekt, seine Blase betreffend, dass er auch an seine Welpen weitergegeben hat und irgendwann wurde von der Zucht ausgeschlossen und deswegen ist er dann quasi bei uns gelandet. Wir haben ja viele solche Ablegerhunde sozusagen und das war beim Boschka quasi auch so der Fall. Wir haben ihn nicht kastrieren lassen aus dem Grund, weil wir sowieso mit ihm nichts vorhatten, irgendwelche Welpen zu produzieren. Deswegen haben wir ihn ganz gelassen. Boschka wurde vom Steve auch liebevoll das kleine Arschloch genannt. Ne? Arrogant. Das arrogante Arschloch. Piep. Also man muss sagen, Boschka war sozial nicht gerade so intelligent, kann man sagen. Also er ist wirklich so in das Rudel reingekommen und hat gesagt, so hier, ich bin hier der neue Stecher, ich bin ein Zuchtrüde, ich weiß, wie es geht. Tschakka. Man muss sagen, die Mädels standen voll auf dem Boschka. Also er ist wirklich ins Gehege rein, alle Mädels so, oh, wow, was für ein Typ. Und er ist halt so voll der Macho-Typ gewesen, hat die Mädels erstmal völlig links liegen gelassen und darauf stehen die Frauen anscheinend total. Und selbst die ranghöheren Damen, die sonst immer sehr stolze Hündinnen sind, waren auf einmal so, oh, wedel, 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 spiel mit mir. Das war schon echt ziemlich peinlich. Muss man schon sagen, so aus Frauensicht. Die Rüden hatten damit natürlich eher so ein Problem, weil er konnte sich absolut nie unterordnen. Also Boschka war wirklich so einer, der stand dann auf den Hütten, wo eigentlich so immer so ein bisschen die ranghöheren Rüden standen und auch so die Rüden, die was zu sagen haben, das war dem Boschka eigentlich völlig wurscht. Und am Anfang ist es so, wenn wir einen Hund ins Rudel integrieren, dass wir dann immer sagen, Leute, benehmt euch, er ist jetzt neu, wir wollen, dass er ins Rudel kommt, seid lieb zu ihm. Aber der Boschka hat sich von Tag zu Tag immer arroganter benommen und irgendwann haben wir gesagt, okay, Leute, ihr müsst das selber klären, also der Typ checkt's nicht. Ja, und dann haben sie den Boschka mal so ein bisschen zur Seite genommen, die Rüden, und mal darüber geredet, wie das funktioniert in so einer sozialen Hierarchie. Ja, und seitdem war er dann unser Schlitzohr, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann hat er halt so einen kleinen Schlitz im Ohr gehabt. Ja gut, aber der hat sich ja gleich in die Region begeben, wo die ganzen, die Führungsleute, da muss man, ich mag das eigentlich nicht so, weil so eine typische Hierarchie, wie man es immer so sagt, gibt es im Rudel nicht, sondern es ist immer so ein Pulk, die da so ein bisschen dirigieren. Und genau da hat er sich rein, hat sich auch in den Hütten so bequem gemacht und gesagt, mal schauen, wie lange das gut geht. Die anderen waren völlig verdutzt. Das heißt, die konnten erstmal gar nichts, weil die kannten das bis dato auch noch nicht. Das hat wirklich eine Woche lang gedauert und dann hat es richtig geknallt. Also es war richtig heftig. Aber wie wir schon in den vergangenen Videos gesagt haben, wir lassen das geschehen. Und das war alles in Ordnung, war alles safe. Boschka hat es gebraucht, gelernt hat es nicht. Und das hat er über die ganzen Jahre hinweg immer durchexerziert. Also der hat regelmäßig seine Dresche bekommen. Aber war einfach irgendwie resistent gegen so und Sachen. Ja, auch uns gegenüber, immer so von oben herab, so du hast mir gar nichts zu sagen. Und also es ist schon ein sehr schwieriger Charakter gewesen. Die Bonnie hat ihn jetzt damit abgelöst, also Bonnie ist ähnlich, bloß dass er halt sich im Rudel zumindest unterordnen kann. Das hat sie ziemlich schnell gelernt, aber uns gegenüber, da ist irgendwie was noch nicht so 100% stimmt. Aber man arbeitet dran, es wird von Jahr zu Jahr, also nicht Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr besser. Mit dem Alter kapieren sie es ganz einfach dann auch. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, der war ziemlich selbstbewusst, auch was das Laufen angeht. Also der ist gut im Gespann mitgelaufen und trotz, dass er gerade am Anfang, weil er es ja nicht gewohnt war, dann irgendwann mal auch blutige Pfoten hatte, ging er dann relativ schnell, haben wir dann logischerweise rausgenommen, hatten immer auf den Quad, das wir damals hatten,
eine Box, wo wir dann die jeweiligen Hunde dann mit draufpacken konnten. Da hat er es überhaupt nicht eingesehen. Also der wollte einfach weiterlaufen. Das war dann wieder der andere Stolz, muss man schon sagen. Ja. Man muss ja auch sagen, er kam ja so mehr oder weniger aus der Showlinie. Und er war aber wirklich von Anfang an ein Arbeitstier. Also als wir das erste Mal gespannt gefahren sind, da hatten wir das Quad. Und ich war im Übungsgebiet unterwegs, also militärischer Truppenübungsplatz. Und ich hatte gemerkt, okay, Boschka läuft so ein bisschen komisch, gehe ich vor, war wirklich die Pfote aufgelaufen. Und dann habe ich ihn hinten reingepackt, weil Steve konnte da noch nie mit dem Auto ihn abholen, weil es war, wie gesagt, nicht zugänglich für Autos. Und wollte ihn im Körbchen lassen, er wollte raus, er wollte laufen. Da hatte ich dann irgendwelche Seile, so ein Leinen, so Tackleinen, die ich noch hatte, genommen und ihn so drumherum gewickelt. Es sah wirklich aus, als hätte ich ihn da drin in diese Box angekettet und wirklich drumherum geschnürt, weil er wollte raus, er wollte laufen. Er hatte dann auch immer so eine leichte, affenähnliche Kreischstimme und stand an diesem Korb, ich will raus, lass mich laufen. Also völlig gaga. Au, 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 au. Ganz komisch. Klang echt heftig. Und erst als ich wieder draußen war, konnte ich halt Steve anrufen, du hol mal den Boschke ab. Und am nächsten Tag, er wusste ja schon, was das bedeutet mit Geschirr anziehen, wollte er wieder mit. Und wir so, nee, du hast offene Pfoten, selbst mit Booties tut das dir weh, du musst dich jetzt ausruhen. Nee, er stand da am Gehege, ich will mit, lass mich laufen. Da sieht man also mal, wenn so ein Hund wirklich will, der ist wie angefixt vom Laufen, der fand das richtig cool. Und ich hatte ihn dann wirklich dann viel als Leithund in ihm gespannt mit. Also er war, was das anbelangt hat, sehr intelligent und auch wirklich sehr lernfähig. Ja, clever war er schon. Aber meistens in die Richtung, wie kann ich mir Schwächen zunutze machen, beziehungsweise wie komme ich an mein Ziel, ja, manchmal sogar auf, egal wie, so ungefähr. Also es ist schon, wie schon gesagt, schwieriger Charakter. Aber auch ein lustiger Kerl. Also Boschka war genauso verknuddelt wie alle anderen, war auch ziemlich witzig vom Charakter her, wie gesagt. Also mit ihm konnte man auch rumblödeln, rumspaßen. War schon auch ein ziemlich cooler Hund, so ein halber Teddybär. So vom Äußeren her, also wie gesagt, und was der Steve auch schon gesagt hat, jahrelang, also bei den Mädels immer beliebt und bei den Jungs immer sehr unbeliebt. Also er hatte keine männliche Buddy-Freundschaft, das überhaupt gar nicht, mit keinem, sondern er war da immer bei den Mädels so ein bisschen mit dabei. Und wenn man eine läufige Hündin hatte, hatten die anderen, sind ja fast alle Jungfrauen, wusste keiner, also alle Männer stehen natürlich auf dem Weiber, aber beim Boschka war es schon immer extrem. Also bei einer läufigen Hündin wusste er ja genau, was das heißt. Als Zuchtrüde wusste er genau, was da die Sache ist. Und bei ihm musste man sehr aufpassen, dass er selbst, als die Läufigkeit vorbei war und die Hündin nur noch leicht danach roch, dass er sie nicht bestiegen hat, weil er da wirklich genau wusste, wie es läuft. Also er hat da schon ziemlich Blut geleckt aus seiner aktiven Zuchthundephase. Da hat man da schon, mit der Kira musste man da besonders aufpassen. Genau, wir wollten ja nicht mit ihm züchten. Genau, also man konnte reifen an ihm. Der hat ihn immer wieder an die Grenzen gebracht. Jetzt macht so ein bisschen die Bonnie und der Anouk. Wie schon gesagt, also gestorben ist er dann an Nierenversagen praktisch. Sehr früh schon mit 8 Jahren. Das ging von einem Tag auf den anderen. Ja, das war so ein typischer Prozess, wo wir lernen, auch sehr da lernen mussten. Wir konnten da nicht loslassen, haben wirklich alle Register gezogen. Wir hätten eigentlich schon eher da so ein bisschen nachhelfen können. Aber wirklich, als es dann gar nichts mehr ging, erst dann haben wir dann einen Tierarzt, also nicht um Hilfe gebeten, sondern praktisch ihn dann zum Gehen lassen, unterstützen praktisch. Also wir haben schon die ganze Zeit mit dem Tierarzt, aber der hat schon Tage vorher gesagt, Leute, das wird nichts. Aber das sind auch so Prozesse, die man erstmal lernen muss. War, glaube ich, der erste? War unser erster Hund, mit ihm hat es damals angefangen. Also wir hatten wirklich, er war 6 Jahre bei uns und dann, wie der Steve sagt, er war 8. Das war der erste Hund, der gegangen ist. Also mit ihm hat es dann damals angefangen, dass wir die Hundis nach und nach verloren haben. Und das war schon hart. Also man wollte es ja einfach gar nicht wahrhaben. Man ist am Anfang so, nee, man kann alles heilen. Und er ist ja erst 8. Und dann haben wir uns überlegt, der Conan ist 16 geworden. Also doppelt so alt. Und deswegen haben wir da auch einfach nie durchlassen können. Ja, jetzt der Akku mit 14, also die werden schon alt. Und dann hast du auf einmal so einen, der zwischendrin ist. Ja, damals der Conan war der 14. Irgendwie 16. Ja, aber damals, als der Boschke gegangen ist, schon 14, glaube ich, der Conan, oder 15, ich glaube, der Conan ist ein Jahr später, ein Jahr später ist er gegangen. Ist ja egal, oder ein paar Monate später. Könnt ihr dann auf unserer Website mal sehen, da haben wir so ein bisschen die Hunde aufgeschlüsselt und die Daten dazu. Ja, war heftig, aber das gehört zum Leben dazu. Ich sehe das immer so ein bisschen, okay, das Spiel ist zu Ende und jetzt hat er Möglichkeit aufs neue Spiel, von daher gar nicht so, wie soll ich sagen, Emotionen reinbringen, aber es macht es ja nicht besser, das Ganze.
Jo, das war Boschi. Wild Look of Majestic, ja, so hat er sich auch benommen. Also Boschi war ein cooler Hund, witzig, ziemlich arroganter Sack, aber wie jeder Hund erweitert er das Rudel extrem. Also kein Hund will man missen, was man im Rudel hat, egal was es ist. Wenn ihr Fragen noch zum Boschi habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten folgen die Vorstellungen der nächsten zwei Hundis irgendwann, vielleicht nicht erst ein paar Jahre später, sondern ziemlich bald. Guckt euch auch gerne die anderen Videos an von unseren Wuffis. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lass uns durchstehen. Und ciao. Tschüss. Macht's gut. Bis später. Und...